Willkommen bei Mad in Germany, der Internetshow. Kaum zu glauben, aber wahr, der gute Lauterbach ist wieder da. Und jetzt geht es wieder richtig los. Jetzt ist eine sehr gute Zeit, sich gegen Corona, aber auch gegen die Grippe impfen zu lassen. Das kann man kombiniert vornehmen, wie ich das heute getan habe. Mehr zu dem Thema werdet ihr nun vom Sexist Man Alive, Dominik Königs, erfahren. Show up! Ist wieder mal passiert, liebe Freunde, und zwar das hier. Oh mein Gott! Fürstenfeldbruck. Ja, man kennt es nicht. Ja, und 23 Patienten haben Corona. Oh, Hilfe! 23, die Zahl der Freimaurer war wieder. Ja, in Fürstenfeldbruck, wo auch immer das sein soll, ja, keine Ahnung, wo das ist, aber gut. 23 Patienten, ja, da muss natürlich sofort die Zeitung, in dem Fall hier die Süddeutsche, was auch sonst, ja, muss da natürlich direkt mal wieder einen Artikel drüber machen, dass 23 Menschen sich mit Corona angeblich infiziert haben. Was ist das wunderschön hier? Ja, wir lesen uns das doch mal kurz durch, weil es interessiert uns ja so unfassbar krass. Chef. Also wir haben hier unten was, das will ich mal wegklicken, oder? Wir wollen hier, aber zack, weg damit. Chef der Kreisklinik berichtet von steigenden Zahlen. Oh mein Gott, ja. Die Zahl der Corona-Patienten steigt wieder. Das Klinikum Fürstenfeldbruck meldete am Freitag 23 Patienten mit einer Covid-Infektion. Eine davon wird auf der Intensivstation behandelt. Ah, da geht es wieder los, Freunde, ja. Es ist wieder soweit, ja. Schön. Aber da müssen wir sofort Lockdown machen, oder? Ich hoffe, dass Lauterbach schon in den Startlöchern steht, dass der definitiv sofort einen Lockdown veranlasst. Das muss auf jeden Fall der Fall sein. Also den 23 Leuten, ja, von 84 Millionen Menschen Tendenz sinkend, ja, da muss man natürlich sofort handeln. Ne? Also 23 Leute von 83 Millionen. Ah, das ist schon, da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir da den nationalen Notstand ausrufen, definitiv, ja, oder den Notstand von nationaler Tragweite am besten, ja, oder internationaler Tragweite. Am besten warnen wir noch die Länder drumherum, ja, dass wir 23 Patienten haben, die angeblich Corona haben. Eieiei, das kann so nicht weitergehen, definitiv, ja. Ja, und jetzt sind sie ja gerade wieder in Panik. Die aktuelle Panik habt ihr mitbekommen, wo wir schon mal beim Thema sind, oder? Die aktuelle Panik. Jetzt ist wieder das Shedding da, liebe Freunde. Ja, das wunderbare Shedding, weil die EU-Abgeordnete Frau Andersen, ich weiß gerade gar nicht, wie sie mit Vornamen heißt, ja, sie hat gewarnt vor der nächsten Impfung, die kommen wird. Also die Impfung, also die neue Impfung, die ist in Japan eingeführt worden am 1. Oktober und die soll angeblich auch auf Ungeimpfte gehen, also dass quasi Geimpfte Ungeimpfte anstecken kann, festhalten mit den unfassbaren Alpha-Viren, liebe Freunde da draußen. Huiuiuiui, die Alpha-Viren. Ihr habt da auch schon so Angst. Also ich mache mir erst Angst, wenn die Beta-Viren kommen. Bei Beta-Viren, da haben sie mich. Aber bei Alpha-Viren sage ich mir noch so, oh ja. Aber bei Beta-Viren, das bedeutet, dass wenn die unter uns sind, dann werden wir langsamer. Langsamer und schwächer und fangen dann an zu gendern. Das ist ja das Problem dabei. Ja? Das sind die Nebenwirkungen, wenn da die Beta-Viren unterwegs sind, ja. Dann wissen wir nämlich plötzlich nicht mehr, wie viele Geschlechter es gibt, ja. Dann sind wir so von den Socken gehauen von den Beta-Viren, dass wir dann glauben, dass es 500 Geschlechter gibt. Deswegen, da müsst ihr vorsichtig sein. Also erst Sorgen machen, wenn es um Beta-Viren geht. Bei Alpha-Viren könnt ihr euch noch zurücklehnen und sagen, komm, das kann ruhig kommen, aber Beta-Viren, das wird schlimm. Ja, das wird auf alles gehen, ja, auf die Sexualität, auf alles Mögliche. Wir werden einfach schlapp. Ja, und wir verlieren sehr viel Testosteron. Deswegen bitte mir nochmal Bescheid geben, wenn die bösen Beta-Viren unterwegs sind. Deswegen, aber ihr müsst es selber wissen, wir wollen hier gar nicht über Shedding reden. Das Thema ist jetzt auch direkt wieder vom Tisch, weil ich habe nämlich jetzt keine Lust darauf, schon wieder über dieses Thema zu diskutieren. Deswegen, also ich wollte es nur mal gesagt haben, passte jetzt gerade halt zum Thema. Gestern Abend war schön, wo ich ständig diesen Ausschnitt zugesendet bekommen habe. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr lustig, das Ganze. Ja, ich habe da nur so gesessen, so hier, wo ich das gesehen habe. An Herrn Lauterbach. Einige Länder, auch Baden-Württemberg, wollen eine erneute Ausrufung der epidemischen Lage. Ja. So, wo wir schon beim Thema Lauterbach sind, ja, kommen wir auch gleich direkt zu ihm, denn er hat es wieder getan, liebe Freunde. Schnallt euch jetzt zu Hause an, jetzt wird es auf jeden Fall heftig. Ne? Also ich sag mal so, ich kann euch jetzt schon raten, wenn ihr morgen
aufgestanden seid im Laufe des Tages, sofort zum Supermarkt rennen und am besten mal eine Palette Klopapier bunkern, nur im Falle der Fälle, denn man kann es eigentlich gar nicht mehr glauben und mittlerweile denkt man, dass uns jetzt die Drehbuchautoren uns richtig verarschen wollen. Denn er hat's getan. Ja, kein Scherz. Er hat's wirklich getan. Und zwar bei Welt.de, da wurde doch der wunderbare, einzig wahre, phänomenale Gesundheitsminister wieder interviewt. Und jetzt haltet euch fest, Lauterbach sieht eine neue Gefahr. Kein Scherz. Ich will euch das Ganze mal hier präsentieren. Ja, und wir legen auch direkt los. Schon ganz kurzer Blick nach draußen. Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, wird gleich ein Statement geben. Es geht um die bevorstehende Grippesaison, aber eben auch Corona-Saison. Wie schlimm das Ganze wird, kann man momentan nicht sagen und abschätzen. Aber er will in jedem Fall werben, vor allem ältere Menschen, sich auch in diesem Jahr dann impfen zu lassen gegen Corona, gegen Grippe. Also habt ihr gehört, er will auch wieder werben. Habt ihr es gehört? So, der Welt.de-Reporter hat es ja sogar ausgesprochen. Er will halt wieder ein bisschen werben, ne? Dass sich gerade auch ältere Leute nochmal das gratis Bratwürstchen abholt. Ne? Wahnsinn. Aber ganz ehrlich, ich sehe es wirklich nur noch mit Humor. Ne? Also ich meine das so ernst, das ist jetzt auch hier nicht gespielt von mir. Ich lache da wirklich drüber. Ich find's humorvoll. Und ich bin ihm noch nicht mal böse oder so. Ich finde das schön, ne? Der geht da wieder an die Mikrofone und will jetzt nochmal ordentlich die Leute dazu animieren, kommt, ja. Wir haben jetzt Herbst, der Winter kommt mit großen Schritten, geht doch nochmal, holt euch den Double, den Triple, den was weiß ich, Shot ab, ja. Es ist mir alles egal, desto schneller geht, sag ich dann. Ich habe wirklich gar kein Mitleid oder so. Wirklich, ich gucke mir das an und lache mich einfach nur noch darüber kaputt. Ist ja, als wäre es abgesprochen und wir hören rein. Statement, zwei, drei Nachfragen, bitte schön, Herr Minister. Jetzt ist eine sehr gute Zeit, sich gegen Corona, aber auch gegen die Grippe impfen zu lassen. Das kann man kombiniert vornehmen, wie ich das heute getan habe. Ja, das kann man kombiniert zunehmen. Ich sag ja, ne? Also jetzt ist übrigens auch wieder die Zeit, wo die ganzen Hausärzte ihre Patienten anrufen. Ne? Jetzt klingelt demnächst bestimmt wieder überall das Telefon, natürlich in der Regel bei älteren Menschen. Ja, dann ist da wieder der Arzt oder die Ärztin im Apparat. Hallo, Frau Hagedorn, hören Sie mal. Sie waren ja dieses Jahr noch gar nicht bei Ihrer Auffrischungsimpfung und Sie wissen ja, ne, der Winter steht in den Startlöchern. Können Sie denn nochmal vorbeikommen? Wir können Ihnen auch direkt die Doppeldosis geben. Dann sind Sie einmal gegen Corona geschützt. Und dann haben sie auch einmal direkt die Grippeschutzimpfung. Ist das nicht schön, Frau Hagedorn? Ja, kommen Sie doch mal hier rein bei uns. Ja, so, das ist, ohne Scheiß, so ist es doch. Die Grippesaison hat noch nicht begonnen. Es ist also noch eine gute, rechtzeitige Zeit, sich impfen zu lassen. Auch schön, dass mittlerweile so Lauterbach und Co. genau wissen, wann die angebliche Grippesaison anfängt. Ja, das kann man sich ungefähr so vorstellen wie so ein Spieltagskalender. Kennt ihr die? So wie von der Bundesliga und so weiter, wo dann immer genau drin steht, wann die einzelnen Spiele stattfinden. So ist das auch dann, wenn die Grippewelle wieder anfängt oder die Grippesaison. Das weiß der Lauterbach, weil der hat nämlich auch so einen Kalender. Der weiß dann, so am 24.11. geht's los mit der Grippesaison. Die geht dann bis Ende Februar zum Beispiel. Ne? Deswegen jetzt alle Leute da draußen nochmal schnell husch, husch, husch. Holt euch euer Spritzchen ab, ja, desto schneller habt das hinter euch im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben schon viele Corona-Infektionen im Abwassermonitor und steigen derzeit die Werte. Somit also ist die Impfung sinnvoll, sie jetzt machen zu lassen. Genau. Wenn man Corona bekommt, sind schwere Verläufe nach wie vor ein Risiko, insbesondere für ältere Menschen. Wiederholte Corona-Infektionen sind auch ein Risiko, um Long-Covid zu entwickeln. Somit ist Corona nach wie vor keine komplett harmlose Erkrankung. Gerade Menschen, die älter sind oder die Grunderkrankungen haben, sollen nach der STIKO geimpft werden. Das ist sehr wichtig, sehr empfehlenswert. Auch die Grippe verläuft manchmal bei älteren Menschen sehr schwer. Wir verlieren jedes Jahr Menschen, die sterben, weil sie nicht Grippe geimpft sind. Wir verlieren jedes Jahr Menschen, die sterben, die nicht Grippe geimpft sind. Genau. Ja, sehr wichtiger Appell hier wieder vom Bundesgesundheitsminister. Also für alle Leute da draußen, es ist wieder soweit. Ich hoffe auch, dass der ein oder andere YouTuber und Twitch-Streamer das hier sieht. Ja, also den Aufruf von Lauterbach, nicht den Stream hier. Bitte, ja, wir bitten drum. Ja, gerade so die üblichen Verdächtigen aus der Vergangenheit, die ich ja auch bei Hashtag hier mitgemacht verewigt habe. Auch ihr, ne, nochmal, geht bitte. Ja, Doppelshot, Triple Shot. Nimmt alles mit, was geht, wenn ihr schon beim Arzt seid. Ne? Das geht alles. Ne?
Da kann man dann Corona-Impfung, Grippeimpfung, hier Tetanus, alles Mögliche. Haut euch alles rein. Corona ist es das Gleiche. Somit nutzen Sie diese Gelegenheit. Das entlastet auch das Gesundheitssystem. Es ist jetzt eine gute Zeit, diese Impfungen vornehmen zu lassen. Die Impfungen haben auch positive Nebeneffekte. Wir wissen zum Beispiel, dass die Grippeimpfung auch leicht vor Schlaganfällen und vor Herzinfarkten schützt. Und wir wissen, dass diejenigen, die häufiger zum Beispiel Corona gehabt haben. Again. Also vor Herzanfällen schützt das jetzt sogar auch. Ah, Leute, ey, wenn das nicht ein Deal ist. Ey, geiler geht's ja gar nicht, liebe Freunde da draußen. Also laut dem Lauterbach ist die Grippeimpfung, schützt sie jetzt also gegen Herzinfarkten. Sehr schön. Das kann man wirklich den Leuten da draußen wärmstens empfehlen und nur ans Herz legen, Leute. Also, wenn das kein Deal ist. Jetzt sind wir aber fast überzeugt, liebe Freunde da draußen, ja? Auch ein erhöhtes Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko bekommen. Long-Covid habe ich schon erwähnt. Somit vieles spricht für diese Impfungen. Jetzt wäre eine gute Zeit. Herzlichen Dank, die Kollegin da vorne. Lauterbach, mich interessieren die Krankenkassenbeiträge, die da jetzt historisch steigen werden. Das ist so geil, ja. Da merkt man schon, die erste Frage, die gerade im Hintergrund gestellt wird, hat gar nichts mit der Impfung zu tun, sondern hat jetzt was mit den Krankenkassenbeiträgen zu tun, die ja jetzt ab 2025 steigen sollten. Ne? Also für alle Leute da draußen, damit ihr Bescheid wisst. Ne? Und ja, sind wir mal gespannt, was der Lauter zum Bach da so zu sagen hat. Aber auch das Bild auf der rechten Seite ist geil, oder? Wo er da sich den, weiß ich gar nicht, fünften Shot in seine muskulösen Oberarme spritzen lässt. In der Tat, die Krankenkassenbeiträge werden steigen. Ich werde dazu nachher noch etwas sagen, wenn der offizielle Wert bekannt ist. Aber es ist tatsächlich so, wir haben sie nicht gehabt, diese Strukturreformen, die das hätten verhindern können. Wir haben sehr stark steigende Kosten in den Krankenhäusern, in den Praxen. Es fehlt an der Digitalisierung, es fehlt an der Krankenhausreform, es fehlt an Reformen für eine gute Arzneimittelversorgung. Es fehlt wirklich an vielen Dingen. Leute, ich weiß, was ihr jetzt gerade alle gedacht habt. Ich kann eure Gedanken bis hier lesen und hören vor allen Dingen auch. Ja? Also ich will nichts sagen. Ja? Ich sag da auch nichts zu, was ihr da gerade gedacht habt, weil ich weiß, dass ihr hier ganz klar hingesehen habt gerade. Ich weiß das, ja. Also ist ein jemand anwesend, der schon mal gespritzt hat. Also wir reden jetzt nicht von uns Männern. Ja, wir spritzen des Öfteren ab. Aber wir reden jetzt von einer Spritze gesetzt hat. Ja, hat jemand aufgepasst gerade? Sah das gerade realistisch aus? Wir können ja nochmal genauer hinschauen. Wir können vor allen Dingen auch vielleicht das Video mal etwas verlangsamen an der Stelle. Sieht das nach einer echten Impfung aus? Hier wird es schön angesetzt. Hier würden dann nochmal in die Muskeln gepiekst oder gepresst und jetzt wird die Nadel angesetzt. Ja, so und Freunde, ich weiß nicht. Ja, sieht's echt aus? War das was Echtes? Ich weiß es nicht. Ich frag euch. Ja, auch in dem Moment, dass man ausgerechnet in dem Moment auch wegzoomt. Komischerweise. Man will doch sehen, wie das Ganze da so schön reingedrückt wird. War echt, war Steroide, genau. Natürlich waren das Steroide. Ja, das stimmt. Da habt ihr recht. Ne? Also hier der Stiernacken, der muss aber ordentlich noch ausgearbeitet werden. Oh Mann. Wirklich an vielen Dingen, die liegen geblieben sind. Nur mit Strukturreformen können wir diesen Beitragssatzanstieg stoppen. Sonst würde der uneingeschränkt weitergehen. Oder wir müssten Leistungen kürzen. Aber die Strukturreformen sind zu einem großen Teil liegen geblieben. Das ist der Schwerpunkt meiner Arbeit in dieser Legislaturperiode. Voraussichtlich machen wir nachher um 14.45 Uhr vor der Regierungsbefragung noch ein Statement dazu. Bitte schön. Alexander Müller von der Deutschen Zeitung. Das Impfangebot in Apotheken soll ausgeweitet. Oh, jetzt kommt auch noch der andere. Der andere Arm kommt jetzt auch noch. Ja, also in beide Arme gibt es jetzt. Jetzt gibt es in den anderen Arm auch noch den Shot. Ich weiß, es lenkt jetzt ein bisschen davon ab, was er uns hier erzählt, aber das müssen wir hier mitnehmen. Ja? Ist ja sowieso immer dasselbe, was die da erzählen. Aber jetzt gucken wir uns auch nochmal den anderen Shot an. Was versprechen Sie sich davon? In der Tat, die Impfungen, die ich gerade bekommen habe, Grippe- und Corona-Impfung, können auch in der Apotheke wahrgenommen werden. Das ist sehr wichtig. Eine
können auch in der Apotheke wahrgenommen werden. Also für alle, in der Apotheke geht es auch. Nicht nur beim Arzt, geht auch bitte zur Apotheke. Ne? Schnelle und zuverlässige Art, sich impfen zu lassen, ohne viel Zeitverzug. Wir werden auch andere Impfungen, zum Beispiel mit Totimpfstoffen für über 18-Jährige, in den Apotheken ermöglichen. Die Apotheken spielen eine zentrale Rolle bei unserer Gesundheitsversorgung. Impfungen sind da ein Baustein. Und es hat sich gezeigt, dass also die Impfungen... So, jetzt wird wieder rangezoomt, Freunde. Jetzt zoomt der Kameramann wieder ran. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn denn dann durchgedrückt wird von der Ärztin, ob dann wieder zufälligerweise in dem Moment zurückgezoomt wird. ...in den Apotheken sehr gut funktionieren. Daher wollen wir das stärker auch möglich machen. Letzte Frage, bitteschön. Und? Nochmal eine ARD-Hauptstadt-Studio. Herr Lauterbach, eine Frage noch zu einem anderen Thema, Organspende, die FDP... Ob es echt ist, keine Ahnung. Ja, das müsst ihr selber entscheiden. Ich versuche hier gar nicht rumzuschwurbeln. Ich habe einen Vorschlag gemacht, den kennen Sie. Was halten Sie davon? Also ich bin als Abgeordneter der Meinung, dass die Widerspruchslösung unbedingt kommen muss, sodass wir mehr Organe haben. Aber die Umstellung auf also den Herztod halte ich nicht für sinnvoll. Der Hirntod ist einfach sehr viel sicherer, präziser. Und hier müssen wir jedes Missverständnis, jedes Problem ausschließen. Es muss sicher sein, derjenige, der Organe spendet, ist auch tatsächlich tot und da ist der Hirntod aus ärztlicher Sicht, und hier spreche ich als Abgeordneter und als Arzt, ist das sicherste Kriterium und daher sollte es dabei bleiben. Was die da für Themen ansprechen, ja, einmal Erhöhung der Krankenkasse, dann wurde kurz was über die Impfung geredet und jetzt ist auf einmal der Hirntod da. Ja, kann vielleicht alles zusammenhängen, oder? Man hat es hier im Land mit ziemlich vielen Hirntoten zu tun, würde ich sagen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, aber das ist natürlich noch nicht alles, liebe Freunde, weil ja, ich weiß, die große Spritzerei da draußen geht wieder los. Aber was ebenfalls da draußen wieder mal losgeht, was eigentlich die ganze Zeit um uns herum passiert, nur die Leute achten halt nie drauf, ist, und jetzt alle festhalten da draußen, und zwar das hier. Millionen Menschen leiden unter Erkältungs-, Corona- und Renoviren. Jawoll! Geht doch. Ach ja, das Immunsystem, was einfach vergessen hat, sich gegen all das zu wehren, wie es ja immer so schön heißt. Übrigens, Höchststand seit Datenerfassung, liebe Freunde da draußen. Ja, Höchststand seit Datenerfassung. Jetzt heißt es hier wieder im wunderschönen Artikel von NTV. Derzeit fangen sich mehr Menschen eine Atemwegserkrankung ein, als in den vergangenen Jahren um diese Zeit. Ja Mensch, komisch. Als in den vergangenen Jahren um diese Zeit, meint man damit auch die angebliche Pandemie seit 2020 und 2021? Ja, ne? Also will man mir damit jetzt sagen, nachdem wir ja angeblich diese Pandemie jetzt hinter uns gelassen haben und die Leute ja wunderbar mit diesem heiligen Mittel ausgestattet worden sind, dass jetzt komischerweise die Atemwegserkrankungen so hoch sind wie nie zuvor? Da passt doch etwas nicht. Da passt ja wirklich etwas nicht. Aber gut, ne? Irgendwas werden sich die Realitätsverweigerer schon zusammenschwurbeln. Deswegen, die Kreativität von denen ist ja unermüdlich, also, und kennt auch keine Grenzen. Von daher alles gut. Das RKI meldete dafür einen Rekordwert seit der Erfassung dieser Krankmeldungen in puncto Grippe. Gibt es jedoch gute Nachrichten. Ja, immerhin. Die Zahl der Atemwegserkrankungen in Deutschland war vergangene Woche im Vergleich zu den Vorjahren auf dem Höchststand. Das geht aus dem Wochenbericht des Robert-Koch-Institutes hervor. Auf Basis der über das Online-Portal GrippeWeb von Menschen selbst gemeldeten Fällen geht das RKI von 8.800 Atemwegserkrankungen pro 100.000 Einwohner der sogenannten ARE-Inzidenz aus. Das entspreche auf die Gesamtbevölkerung gerechnet 7,4 Millionen Menschen. Ja, Freunde, das ist doch, ja. Also ich finde, es geht noch mehr. Ne? Ich bin ja so jemand, ich bin ja so wie Adrian Monk, ich versuche gerne aufzurunden. Also könnte der ein oder andere gerne noch mal was dafür tun, jetzt in den nächsten Tagen, dass wir hier eine 10 Millionen stehen haben. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen da draußen, ja, weil im Endeffekt braucht ja in dem Land sowieso keiner mehr zu arbeiten, ne. Also sind wir mal ehrlich, das Land hat fertig, ja, wir stehen vor einer großen
wirtschaftlichen Katastrophe, kann man sagen. Das hat selbst Boris Palmer zugegeben. Einige Politiker wissen es eh schon. Und ich sag mal so, wir können hier auch 10 Millionen draus machen. Wenn es nach mir geht, können wir da auch 50 Millionen draus machen. Aber das ist natürlich wieder ein bisschen größenwahnsinnig. Deswegen bleiben wir mal lieber bei 10 Millionen. Ja, der große Abgesang hat begonnen, liebe Freunde da draußen. Die Leute fallen reihenweise aus. Und ja, 7,4 Millionen Menschen. Ich sag mal so, die 10 Millionen, die knacken wir bald. Ja. Und das ist gerade mal der Anfang. Das ist das, was ich euch alles vorausgesagt habe, falls der ein oder andere sich daran erinnert, als ich zu euch gesagt habe. Es war sogar im August, wo ich es gesagt habe. Wartet mal ab, ja, wenn wir dann so Herbst, Winter kommen werden, ne, weil die schönen Monate, die kommen ja erst noch. Ne. Freut euch auf den November, freut euch auf den Dezember, freut euch vor allen Dingen auch auf den Januar. Wow! Hier wird es losgehen, liebe Freunde. Hier wird es knallen. Ja, also ich kann da nur sagen, da geht's richtig rund. Und sowas habt ihr noch nie gesehen. Deswegen, also, liebe Freunde da draußen, 7,4 Millionen Menschen, alles nur eine haltlose Verschwörungstheorie. Hat natürlich nichts damit zu tun. Es ist natürlich, weil das Immunsystem verlernt hat, richtig sich gegen alles zur Wehr zu setzen, weil ja viele Hände immer gewaschen worden sind, desinfiziert worden ist, weil ja immer schön die Maske getragen worden sind. Deswegen ist jetzt das Immunsystem der Menschen durcheinander. Das hat alles nur damit zu tun, weil das Immunsystem durcheinander ist. Genau, daran liegt's. Also, toi, 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 was da draußen auf die Menschen alles zukommen wird, ja.